Die Kirche in Rangol verfügt über 6 Glocken und damit ist das eines der vollkommensten Gebäude hier im Rheinland. Ich bin mir ganz stolz drauf, obwohl uns Dämmschläge, 3 Glocken, sagen wir mal, meistens egal sind, wenn sie sogar im Weg hängen. Also fangen wir hier mal an der dicksten Glocke an, das ist auch eine der neuesten. Das ist die Friedensglocke, die der Josef Hochscheid gestiftet hat, der heilige Josef. Wurde 1995 gegossen, wiegt fast 3 Tonnen, ist für nichts zu gebrauchen, also für uns Bremsschlägen. Also kann man einfach den Hand haben. Hier die andere Glocke, wo ich gerade dran stehe, die Christ-Königs-Glocke. Bei uns im Bremsschläger, im Zunftsprachgebrauch, der dicke Kornel, als Erinnerung an den Pfarrer Cornelius Vogt, der dem Bremsschlagen absolut abhold war. Der wollte es wirklich verbieten. Und im Protokollbuch der Bremsschlägerzunft sind also mehrere Vorfälle eingetragen, wo der den Schlüssel weggeholt hat oder den aufschließen wollte. Und mehrfach sind die Herrschaften bei dem von der Pfarrer ausgestanden und haben so lange Randale geklopft, bis sie den Schlüssel wieder hatten. Also das war gar nicht so einfach mit dem Mann. Diese Glocke ist für uns sehr gut zu gebrauchen, weil das ist die taktgebende Glocke. Erklären wir gleich, wie das geht. Da drüber hängen von mir aus rechts die Marienglocke, die sogenannte Angelus, dann ist die, die abends um 18 Uhr läutet oder morgens um 7:30, wenn ein Bäm schlagend ist. Das ist also eine von unseren Melodieglocken, genauso wie die Gertrudenglocke, hier auf der anderen Seite, mit der wir dann nachher die schöne Musik machen. Über der Gertrudenglocke hängt die Zwiebertusglocke, sogenannte Schwibbertchen, das brauchen wir beim Feierabendschlagen. Samstagsabends hört ihr vielleicht schon mal, wenn wir mit dem Bäm schlagen durch sind, dieses Big Bang-Geläute, dann muss einer hoch und macht da oben dann noch den Feierabendschlag. Und ganz rechts oben, dann ist die Hildegard-Glocke, die hat der Peter Horbach 95 gestiftet, damit wir hier auch 6 Glocken im Turm hängen. So, und mit diesen Glocken machen die Rangoler Bämschläger Musik. Und zwar entweder mit der großen Bäm oder der kleinen Bäm. Die große Bäm ist der Normalfall. Dann wird nämlich hier die Christkönigsglocke über einen Motor geläutet. Der Motor sitzt da oben auf der Schiene und unsere Fänger, wie wir sagen, oder die vom Hünier Balkon, weil das sind halt diejenigen, die nach Hünier gucken mussten, guckt die Gestalte an, dann weißt du, ob das alles so schön in Ordnung hat. Die haben da einen Schalter, da machen die und dann schalten die Glocke an und dann wird die angezogen. Und wenn man sich mal so eine Kirchenglocke geguckt hat, die läutet ja normalerweise so erstmal so ein bisschen vor sich hin und wimmelt so etwas. Und das ist halt schon die besondere Kunst unserer Fänger. Die stehen halt das zweite Gast hier unter der Glocke und fangen diesen Klöppel, der ungefähr 1,5 Zentner hat, in der vollen Bewegung so lange ab, bis die Glocke richtig fliegt, links und rechts raus, und dann schlagen die an. Dann müssen die aber auch so anschlagen, dass es 5 saubere Schläge gibt und nicht noch mal irgendwo sich verhaspelt. So, und dann, wenn die 5 Schläge durch sind, dann sind wir hier oben in Aktion auf den Brettern. Ihr seht, von den Klöppeln sind Seile gespannt, die hier an den Brettern vorbeilaufen, wo wir dann an den großen markierten Gummizügen ziehen. Die Glocken selber sind an den Schwungrädern festgestellt, dass die also nicht weg können, damit die Klöppeln einen bestimmten Schlagweg haben. Und deshalb ist auch unser Motto, ihr seht das hier, wo die Seile sind, deshalb sagen wir andere Spieler an den Glocken, wir ziehen am Seil. So. Dann gibt es noch die kleine Bäm. Die ist eigentlich für uns Melodieschläger etwas gemütlicher, weil nämlich dann ein bisschen Kontakt ist zu dem, der den Takt schlägt und der die Melodie schlägt. Dann steht nämlich hier einer unter der dicken Glocke, unter der Königsglocke, holt sich den Knöpfel in die Hand und gibt im Prinzip den Rhythmus vor. Und das mal so 2-3 Minuten am Stück, dann ist auch gar nicht so unanstrengend und der Mineralverlust, den wir hier erleiden, der ist wirklich enorm. Also, wir haben da Gott sei Dank eine Apotheke hängen, um sofort die Infusionen zu geben. Aber ihr könnt glauben, da geht also schon fast Zeit verloren dann. So, nachdem wir jetzt genug erzählt haben, schlagen wir erstmal eine kleine Bäm, dann heißt der arme Dieter, muss wieder hier zuschlagen.
Wenn du siehst, dann machst du noch weiter und nachher die Hose. Da könnt ihr alles so gucken, das ist eigentlich nicht so besonders laut, die schwache Lunge in der Rumtöne von der Bombe. Bei euch reicht ein Haus Dinge im Ohr. Und dann könnte man gucken, der Dieter, ja, wenn er danach rauskommt, soll er wieder zurück. Okay. Okay. Der Stefan spielt die Melodie, da könnt ihr sehen, wie der in Aktion ist und der Dieter schlägt es nach. Noch Stefan. Ja, gut. 3, 4.